Wenn es darum geht, seine eigene Realität zu erschaffen, dann müssen wir einfach einige Grundlagen klären und wissen. Wenn deine Wünsche nicht in Erfüllung gehen, dann liegt das nicht daran, dass das Schicksal gegen dich ist. Dann liegt es auch absolut nicht daran, dass du dich nicht genug angestrengt hast. Und es liegt auch nicht daran, dass du verkehrt gewünscht hast. Es liegt auch nicht daran, dass du zu intensiv oder zu wenig intensiv gewünscht hast. Es liegt auch nicht daran, dass ein anderer deinen Preis schon bekommen hat oder das Leben gegen dich ist. Sondern es liegt ganz einfach daran, dass deine jetzige Schwingung, die du hast, nicht auf dem gleichen Niveau der Wunscherfüllung schwingt. Man muss sich das so vorstellen, wir sind eine Energieblase aus Frequenz, aus Schwingung, die einen ganz bestimmten Inhalt hat. Und dieser Inhalt ist angefüllt von Glaubenssätzen, von Überzeugungen, von Gedanken, von Gefühlen natürlich, die ihre Ausstrahlung haben. Die Dinge kommen zu uns über Ausstrahlung. Wir strahlen etwas aus und die Dinge werden angezogen. Das ist völlig egal, ob das Menschen sind oder ob das materielle Dinge sind oder auch immaterielle Dinge, die gestaltet werden wollen. Alles das, was da in unserer Wunschwelt sozusagen vorhanden ist, ist nichts anderes als eine Schwingung, weil wir wollen mit dem Wunsch, den wir aussenden, letztendlich ein Gefühl erreichen. Das kann jeder ganz leicht überprüfen, denn wann immer wir über einen Wunsch nachdenken, dann haben wir ein Gefühl dabei und das ist das, was wir haben wollen. Um die Sache selbst geht es gar nicht so erstrangig, sondern es geht tatsächlich um das Gefühl mit der Sache oder mit dem Umstand. Und um das zu erreichen, müssen wir auf dieser emotionalen Frequenz schwingen. Das geschieht am besten, indem wir uns auf die Erfüllung freuen oder indem wir die Erfüllung des Wunsches jetzt schon in uns erleben. So tun als ob heißt das. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, damit bescheiße ich mich ja selber. Das ist nicht so. Vielmehr bescheiße ich mich, wenn ich das nicht tue. Denn dann schwinge ich deutlich unter meinem Wunsch. Und mein Wunsch ist nichts anderes als ein Hinweis darauf, was wirklich in mir steckt, was mir wirklich zusteht, was mir von Geburtsrecht an Fülle zusteht. Das können wir oftmals nicht glauben, weil unser Kopf, also unser Gedanken voller Begrenzungen ist, die wir gelernt haben. Aber das, was wir gelernt haben, ist nur etwas, was wir hineingefüllt bekommen haben in das Gefäß unseres Denkers. Und das spuckt er von morgens bis abends aus, sorgt dafür für Gefühle. Und diese Gefühle sorgen dafür, dass wir unseren Wunsch nicht erreichen. Das hört sich jetzt alles ganz leicht an, ist auch ganz leicht. Und man kann es auch lernen, am 19.07. zum Beispiel, in 4 Tagen. Aber man kann es auch für sich natürlich zu Hause immer wieder durch Achtsamkeit und liebevollen Umgang mit sich selber. Das heißt ganz konkret, dass man sich selber lernt zu beobachten, was für Gedanken, was für Gefühle habe ich. Und in dieser Selbstbeobachtung, auf der Emotionsskala immer mehr versuche, Gedanken und Gefühle zu produzieren, denn ich bin der Schöpfer, der in der Macht ist dahingehend, Gedanken und Gefühle zu produzieren, die mit Freude und Liebe zu tun haben. Wir werden das in unserem Seminar auf eine ganz, ganz intensive Art und Weise tun. Die das schon erlebt haben, wissen, wir gehen in die Innenwelt, denn innen wird kreiert, außen ist nur der Spiegel. Wenn wir die Augen aufmachen, gucken wir in den Spiegel. Wenn wir die Augen schließen, dann sehen wir die Wahrheit. Für die meisten Menschen dann leider oftmals nur Dunkelheit, weil sie das zu wenig tun und weil wir es auch nicht gelernt haben. Und deswegen lade ich jeden ein, wirklich innen zu kreieren, was wir im Außen erleben wollen. Denn das ist die einzige wahre Chance, dass es auch tatsächlich ja, real wird. Dabei viel Spaß, schöne Grüße, wunderbaren Tag noch allen und lasst es euch gut gehen. Tschüss, euer Christian.